Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 338 lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du uns warnst vor den Verführungen Satans, so wir ihnen entgehen können, weil wir auf dich vertrauen und dein Wort beachten und ihm gehorsam sind. Wir möchten dich bitten, dass du uns deine Liebe zu deinem Gesetz schenkst, dass du dein Gesetz unser Herz hineinschreibst, so wir die Schlingen Satans erkennen und treu den Weg gehen können, den du uns vorgezeichnet hast. Sprich auch heute durch dein Wort zu uns, das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 1 Samuel 28. Saul begibt sich bei Nacht zur Witwe von Endor, zur Totenbeschwörerin, die einen Dämon hervorholt, der sich als Samuel ausgibt und so tut, als ob er Samuel sei und entsprechend redet. Wir lesen in Vers 16 dieser sogenannte Samuel aber sprach Warum willst du denn mich befragen da doch der Herr von dir gewichen und dein Feind geworden ist hier sieht man diesen Zynismus des Dämon der ihm sogar noch sagt es ist ja nicht Gott der durch mich spricht denn Gott ist dein Feind Der Herr hat so gehandelt wie er durch mich geredet hat und der Herr hat das Königtum deiner Hand entrissen und es David deinem Nächsten gegeben, weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und seinen glühenden Zorn gegen Amalek nicht vollstreckt hast. Darum hat der Herr dir heute dies getan. Satan verführt uns zur Sünde und gibt uns den Eindruck, dass es ja gar nicht so schlimm sein wird und dass es bestimmt keine Strafe geben wird. Er hat der Eva damals gesagt, ihr werdet gewiss nicht sterben. Keinesfalls werdet ihr sterben. Aber wenn wir dann tief in der Sünde sind, dann dreht er den Spieß um und hält uns unsere Sünde vor und versucht uns in Verzweiflung zu bringen. Wenn Satan uns an Sünden erinnert, dann nicht um uns zur Reue zu führen, so wie Gott das tut, sondern nur um uns zu Verzweiflung zu bringen, nur um uns äh, noch tiefer hinabzudrücken. Er hat Freude daran, grausam seinen Nachfolgern deutlich zu machen, wie verloren sie sind. Das ist ganz anders als Jesus der uns unsere Sünden nur deswegen zeigt, damit er sie heilen kann und wegnehmen kann. Und der Herr wird auch Israel und dich in die Hand der Philister geben. Und morgen wirst du samt deinen Söhnen bei mir sein. Auch das Herr Israels wird der Herr in die Hand der Philister geben. Es war nicht sonderlich schwer zu ahnen, was passieren würde. Denn wenn Gott nicht mit Israel kämpfen würde, war der Sieg der Philister ziemlich wahrscheinlich. Satan und auch seine Dämonen haben keine Möglichkeit, die Zukunft zu wissen. Das allein kann nur Gott, wie Jesaja immer wieder deutlich, gerade in Kapiteln um 41, 42, 43 immer wieder deutlich zeigt. Aber Satan kann die Zukunft ahnen. Er kann abschätzen. Er kann Vermutungen anstellen und liegt damit nicht immer, aber immer öfter auch ziemlich richtig. Und entsprechend hat er gehofft, durch diese Vorhersage, die sich dann auch tatsächlich im Wesentlichen erfüllte den Eindruck zu erwecken, als ob er tatsächlich eine Autorität sei, der man vertrauen müsste, sodass diese Sünde Sauls noch über dessen Leben hinaus einen Einfluss auf das Volk Israel haben würde. Da fiel Saul plötzlich der Länge nach zu Boden, denn er erschrak sehr über die Worte Samuels. Auch war keine Kraft mehr in ihm, denn er hatte den ganzen Tag und die ganze Nacht nichts gegessen. Jetzt war er verzweifelt. Jetzt war sein Leben dabei an die Wand zu fahren. Und er erkannte plötzlich, dass es keine Hoffnung für ihn gibt. Und Satan zeigte ihm nur seine Sünden, aber ohne einen Strahl der Hoffnung. Und die Frau ging zu Saul hin und sah, dass er sehr erschrocken war. Und sie sprach zu ihm, siehe, deine Magd hat auf deine Stimme gehört und ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt, dass ich deinen Worten gehorcht habe, die du zu mir geredet hast. So höre doch auch auf die Stimme deiner Magd, ich will dir ein bisschen Brot vorlegen, das du isst, damit du zu Kräften kommst, wenn du deinen Weg gehst. Es muss wohl ein Albtraum für diese Frau gewesen sein, dieser Gedanke, dass möglicherweise der König Israels bei ihrer Opfergrube hier irgendwie stirbt und dann sie entdeckt wird und das nicht erklären kann. Sie wollte unbedingt, dass er wieder zu Kräften kommt. Er aber weigerte sich und sprach, ich will nicht essen. Dann nötigten ihn seine Knechte und auch die Frau und er hört auf ihre Stimme. Und er stand auf von der Erde und setzte sich auf das Bett. Die Frau aber hatte ein gemästetes Kalb im Haus. Und sie eilte und schlachtete es und nahm Mehl und knetete es und machte daraus ungesäute Fladen. Die brachte sie herzu vor Saul und vor seine Knechte. Und als sie gegessen hatten, standen sie auf und gingen hin noch in derselben Nacht. Diese, dieser letzte Teil der Geschichte erinnert auf eine ganz merkwürdige Weise an jene schöne Geschichte in 1 Mose 18 als auch drei besucher bei abraham einkehren und auch ein kalb geschlachtet wird und auch mehl genommen wird und daraus ungesäuert und Fladenbrot brot geknetet wird damals kamen drei besucher zu dem gläubigen abraham und empfingen eine und gaben eine ganz wunderbare heilsbotschaft ein evangelium er würde nämlich einen sohn bekommen Jetzt gehen hier drei Männer zu einer Totenbeschwörerin und erhalten von Satan selbst eine Botschaft der Vernichtung ohne Hoffnung. Was für ein scharfer Kontrast zwischen diesen beiden Geschichten. Und die Philister versammelten ihr ganzes Heer bei Afek. Israel aber lagerte sich an der Quelle in Jesrael. Und die Fürsten der Philister zogen vorüber nach Hunderten und nach Tausenden. David aber und seine Männer bildeten die Nachhut mit Achis. Da sprachen die Fürsten der Philister, was sollen diese Hebräer? Und Achis sprach zu den Fürsten der Philister, das ist doch David, der Knecht Sauls, des Königs von Israel, der nun schon Jahr und Tag bei mir gewesen ist und an dem ich nicht das Geringste gefunden habe, seit der Zeit, da er von Saul abgefallen ist, bis zu diesem Tag. Es muss also offensichtlich ein längerer Zeitraum gewesen sein, in dem David sich hier bei den Philistern aufgehalten hat. Aber die Fürsten der Philister wurden zornig auf ihn und die Fürsten der Philister sprachen zu ihm, lass den Mann umkehren, dass er wieder an seinen Ort kommt, wohin du ihn bestellt hast, damit er nicht mit uns zum Kampf hinabziehe und im Kampf unser Widersacher werde. Denn womit könnte er seinem Herrn einen größeren Gefallen tun als mit den Köpfen dieser Männer? Auch wenn wir versuchen vielleicht mit der Welt uns zu arrangieren, wird die Welt doch immer erkennen, dass wir nicht gleichzeitig ein Kind Gottes sein können und die Kämpfe der Welt kämpfen können. Ist er nicht derselbe David, von dem sie beim Reigen sangen und sprachen, Saul hat seine Tausende erschlagen, David aber seine Zehntausende? Da rief Achis David und sprach zu ihm, so wahr der Herr lebt, ich halte dich für aufrichtig und dein Ausgang und Eingang mit mir im Herr gefällt mir wohl, denn ich habe nichts Böses an dir gefunden, seit der Zeit, da du mir zu mir gekommen bist, bis zu diesem Tag, aber in den Augen der Fürsten bist du nicht wohlgefällig. Ein ganz interessanter Vers. Es ist, fällt auf, dass der Achis hier bei dem Herrn, dem Gott Israels, schwört. Ist das vielleicht möglicherweise auch der Einfluss von David gewesen, der obwohl er hier sich gegen Gottes Willen bei den Philistern auffällt, doch mit seinem Verhalten einen positiven, einen missionarischen Einfluss ausgeübt hat. Der hier in gewisser Weise auch ein bisschen erinnert an den Daniel später, an dem auch nichts Böses gefunden werden kann, der inmitten der Babylonier lebt, freilich dort gezwungenermaßen. So kehre nun um und geh hin in Frieden, dass du nichts Böses tust in den Augen der Fürsten der Philister. David aber sprach zu Achis, was habe ich denn getan und was hast du an deinem Knecht gefunden seit der Zeit, da ich vor dir gewesen bin, bis zu diesem Tag, dass ich nicht kommen und gegen die Feinde meines Herrn des Königs kämpfen soll. Wenn David nur gewusst hätte, was schon längst hinter seinem Rücken passiert, er hätte sich wahrscheinlich geschämt, so sehr noch darum zu buhlen, jetzt mit den Philistern kämpfen zu können gegen die Israeliten. Gott hat ihm hier schon eine deutliche, einen Riegel vorgeschoben, und er hat diesen Riegel noch nicht wirklich wahrhaben wollen. Und Achis antwortete und sprach zu David Ich weiß wohl, dass du in meinen Augen wohlgefällig bist wie ein Engel Gottes. Aber die Fürsten der Philister haben gesagt, er soll nicht mit uns in den Kampf hinaufziehen. So mache dich nun am Morgen früh auf, samt den Knechten deines Herrn, die mit dir gekommen sind, macht euch am Morgen früh auf und zieht weg, sobald es hell wird. So machte sich David früh auf. Er und seine Männer, um am Morgen wegzugehen und wieder in das Land der Philister zurückzukehren. Die Philister aber zogen hinauf nach Jesrael. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dich bitten, dass du uns Kraft schenkst und Weisheit augensalbe, zu erkennen, wenn Türen sich schließen, weil du uns davor bewahren möchtest, noch weiter falsche Wege zu gehen die wir bereits angefangen haben zu gehen. Bitte gibt, dass wir nicht gegen die geschlossene Tür rebellieren, sondern verstehen, dass jede geschlossene Tür uns zur Umkehr bringen soll, damit wir das tun sollen, was eigentlich wichtig ist. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.